FPÖ-Clubobmann Herbert Kickl kritisiert die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung scharf. Es geht um das Abstellen von Unsinnigkeiten, denn generell, so sagt er, wäre gehörig übers Ziel hinausgeschossen worden. Ja, was hat das alles gebracht, hat er sich gefragt, und das besprechen wir jetzt mit ihm. Er ist uns via Skype zugeschaltet. Herbert Kickl, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne, grüß Gott. Wir wollen keine neue Normalität, sagen Sie, und so formuliert es der Bundeskanzler ja immer wieder, denn das wäre Schönfärberei. In Wirklichkeit hätten wir einen Ausnahmezustand. Wieso meinen Sie das? Naja, also mich stört dieser Begriff irrsinnig, weil er eigentlich den Versuch zum Ausdruck bringt, dass man eine Situation, die wirklich nur begrenzt sein kann, weil sie mit sehr, sehr vielen Einschränkungen, mit unglaublich vielen Nachteilen für Unternehmen, für Arbeitnehmer verbunden ist, de facto zum Normalzustand erklären will. Und das darf es nicht sein, sondern das Bemühen der Politik muss in eine Richtung gehen, dass wir sagen, wir möchten möglichst schnell wieder zu dem Zustand zurück, den es vor der Krise gegeben hat. Ich nenne das die normale Normalität, die gute alte, die bewährte, die geschätzte Normalität. Ich glaube, das ist auch das, wofür die Österreicher die ganzen Entbehrungen in Kauf genommen haben, wofür sie sich sehr, sehr diszipliniert auch verhalten haben. Nicht, um dann irgendwo zu landen, was ich dann vielleicht als Verordnungsdemokratur bezeichne, wo die ÖVP auf den Geschmack kommt, dass sich es recht leicht regieren lässt, wenn man das quasi hinter dem Rücken des Parlaments oder am Gesetzgeber vorbeimacht, sondern wenn die Regeln wieder gelten, die es vorher gegeben hat, wenn es einen Ausgleich von Macht und Kontrolle gibt und alle diese Dinge, die wir als Normalzustand kennen, wiederhergestellt werden. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich habe manchmal das Gefühl, die ÖVP hat andere Interessen und die Grünen sind da ohnehin nur Passagiere in diesem Projekt. Die Architekten dieses Umbau des Staates, der da teilweise betrieben wird unter dem Deckmantel von Hilfsleistungen, die sitzen allesamt in der ÖVP-Zentrale. Jetzt unterstellen Sie ja damit auch eine gewisse Lust der ÖVP an der Angstmacherei. So haben Sie das heute im Parlament ja auch formuliert, weil mit dieser Angst im Nacken lassen sich viele Dinge durchsetzen, die man auf normalen Weg sonst nicht durchsetzen könnte. An welchen Beispielen lässt sich das festmachen? Ich finde das ganz besonders verwerflich, dass die Sorge um die eigene Gesundheit und die Sorge um das eigene Leben und um die Gesundheit und um das Leben der Verwandten, der Eltern, der Kinder, der Freunde, der Bekannten, das ist, glaube ich, eine der elementarsten emotionalen Regungen, die ein Mensch haben kann. Und genau damit spielt Sebastian Kurz. Und wenn Sie sich zurückerinnern, man vergisst ja sehr schnell, es hat ja da kaum einen Auftritt des Kanzlers in den inzwischen über 60 Pressekonferenzen der Bundesregierung insgesamt gegeben, wo nicht ganz dramatische Bilder gezeichnet worden sind. 100.000 Tote, jeder wird jemanden kennen, der am Coronavirus gestorben ist und so weiter und so fort. Und alle diese Dinge sind nicht eingetreten, aber alle diese Dinge braucht es, um für sich selbst quasi eine Bühne und ein Bühnenbild zu errichten, wo man dann selbst als Erlöser auftreten kann, eben wenn diese Dinge nicht eingetreten sind. Und das ist die Inszenierung der ÖVP und das stört mich ganz unglaublich. Und deswegen sage ich ja immer, schauen wir uns auch andere Länder an, machen wir auch einen Blick nach Schweden, weil dann zeigt sich sehr, sehr schnell, dass die vom Bundeskanzler Kurz und anderen Regierungsmitgliedern immer proklamierte Alternativlosigkeit seiner Maßnahmen einfach den Tatsachen widerspricht. Es gibt andere Wege, durch diese Krise zu kommen. Die Schweden zeigen es vor. Und da bin ich für eine offene Debatte, aber nicht dafür, dass man diejenigen, die etwas an Sebastian Kurz und seinem Team kritisieren, und ich glaube zu Recht kritisieren, ja schon fast ins Eck der Ketzerei stellt. Das wäre ja so, wie wenn Sie meinen, die Lust an der Angstmache dient der persönlichen Inszenierung, koste es, was es wolle und wie viele Jobs da möglicherweise geopfert werden. Das lese ich ja zwischen den Zeilen jetzt durch. Es gibt ja gewaltige ökonomische Folgekosten, aber Sie unterstellen ja jetzt, dass die ins Hintertreffen geraten, wenn die Inszenierungsgabe, die Sie der ÖVP jetzt unterstellen, nur gelebt werden kann. Also ich glaube, dass es da um etwas anderes geht. Ich meine, die ÖVP hat diese Krise nicht verursacht, aber sie hat sehr, sehr schnell erkannt, dass sie im Schatten dieser Krise quasi zu ganz, ganz massiven strukturellen Umbauten im Staatsgefüge
kommen kann. Also wenn Sie sich vorstellen, dass man jetzt in Windeseile eine GmbH eingerichtet hat mit einem schwarzen und einem grünen Geschäftsführer, mit einem Budget von sage und schreibe 25 Milliarden Euro, das ist ein ganz, ganz großer Teil des normalen operativen Budgets der Republik, wo man dann schalten und walten kann, im Wesentlichen ohne jede parlamentarische Kontrolle. Wenn das Ganze noch abgewickelt wird durch schwarze Apparate wie die Landwirtschaftskammer und die Wirtschaftskammer, dann wissen Sie, was ich damit meine. Dann nutzt man eine Krise, die anderswo entstanden ist. Da kann die ÖVP nichts dafür. Aber dann nutzt man sie schamlos dafür aus, um das eigene Machtgefüge in Österreich noch weiter auszubauen, als es ohnehin schon vorhanden ist. Und das ist moralisch hochgradig unanständig. Und wenn Sie es mir erlauben, dann sehe ich es auch als sehr, sehr problematisch an, wenn die Bundesregierung versucht, mit einem Millionenpaket in Wahrheit die Medien zu kaufen, die Medien in weiten Bereichen gleichzuschalten. Nichts anderes ist das, was da gegenwärtig passiert. Dafür wird in vielen, vielen Bereichen auf regierungskritische Berichterstattung verzichtet. Ja, und der eine oder andere Vertreter der Medien verklärt das Ganze dann auch noch als großartigen Beitrag zum nationalen Schulterschluss, wenn man sich da als Regierungslautsprecher betätigt. Und dabei wäre es angesichts der Machtfülle, die die Bundesregierung jetzt hat, notwendig, dass man nicht nur auf parlamentarischer Seite durch die Opposition entsprechend eine kritische Kontrolle drauflegt, sondern dass man das natürlich auch durch die Medien tut. Die reden ja immer von der vierten Gewalt im Staat und jetzt sind es die Ersten, die sich gleichschalten lassen, aber gleichzeitig immer den erhobenen Zeigefinger in die Luft halten und nur ihr Unverständnis äußern, wenn sie dann über die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts reden und kein Mensch verstehen kann, wie das gehen hat können mit einer solchen Gleichschaltung. Jetzt braucht es nur das Argument der Volksgesundheit und schon ist es passiert. Gut, so gleichgeschaltet ist es auch wieder nicht. Wir reden ja gerade miteinander, Sie sind Oppositionsvertreter. Also es gibt ja viele verschiedene Meinungen. Kommen wir zu den reinen Zahlen. Die sind ja doch ziemlich gewaltig. 900.000 Menschen sind aktuell in Kurzarbeit, ein Wert, der sich ständig nach oben schiebt. Rund 650.000, die exakten Werte kommen dann wieder bei 30. April, rund 650.000 sind arbeitslos. Das sind in etwa 1,5 Millionen Menschen, die ganz konkret davon betroffen sind. Das ist zu einem großen Teil doch auch die Folge des Shutdowns. Sie haben immer wieder gesagt, Sie hätten das anders gemacht. Was wäre denn Ihr Rezept gewesen? Ja, zunächst einmal, das ist eine Katastrophe, auf die wir da zusteuern, wo, glaube ich, viele Menschen noch gar nicht registriert haben, dass da das dicke Ende noch bevorsteht. Also ich will mir gar nicht ausmalen, wie da heuer die Weihnachten bei vielen Österreicherinnen und Österreichern aussehen, die jetzt in Kurzarbeit oder in Arbeitslosigkeit sind, die ja gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann kommt bei vielen vielleicht noch dazu, dass die Dinge, die jetzt unter Anführungszeichen großzügig gestundet wurden, dann am Ende des Jahres alle schlagend werden, wenn man dann die Steuern nachzahlen muss, wenn man dann die Mieten nachzahlen muss und alle diese Dinge dann auf einmal daherkommen. Also es ist ein Desaster und ich vergleiche das ein wenig mit dem Löscheinsatz der Feuerwehr, wo man ausrückt, um einen Zimmerbrand zu löschen und dann fuhrwerkt man dort mit dem Löschwasser so herum, dass am Ende dann das ganze Haus ein Abrissobjekt ist. So kommt mir das manchmal vor, wenn es um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen geht. Und was die freiheitlichen Vorschläge betrifft, so haben wir ganz am Anfang verlangt, einen Shutdown zu machen, noch lange bevor die Bundesregierung auf die Idee gekommen ist, was aber in allererster Linie bedeutet hat, die Grenzen zu schließen für den freien Personenverkehr und für den Flugverkehr. Das war ja ein wesentlicher Punkt, wo es darum gegangen ist, entsprechend das Virus überhaupt nicht mehr nach Österreich einzuschleppen. Wir haben schon sehr, sehr früh verlangt, das war noch im Februar durch unseren Gesundheitssprecher, dass wir ein entsprechendes Monitoring-System aufbauen. Das heißt, dass wir Tests durchführen, sodass wir wissen, wie weit ist das Virus in Österreich überhaupt schon verbreitet, weil das ist ja überhaupt die einzig wesentliche Information, wenn es darum geht, gegenzusteuern. Und das alles hat man quasi abgetan, als lächerlich verworfen und man hat damit unglaublich viel Zeit verloren. Was hätten wir noch anders gemacht? Natürlich hätten wir das Epidemiegesetz in seiner Geltung nicht außer Kraft gesetzt. Das muss man sich ja überhaupt einmal vorstellen, was da passiert ist. Da gibt es ein Epidemiegesetz, das genau für einen solchen Fall konstruiert und geschrieben worden ist. Und dann kommt der Fall und dann hat die Regierung nichts Besseres zu tun, als genau dieses Gesetz außer Kraft zu setzen.
Und wenn wir mit diesem Gesetz gearbeitet hätten, dann hätten wir die Unternehmer nicht zu Bittstellern degradiert, zu Almosenempfängern, die sie jetzt bei der schwarzen Bürokratie anstellen müssen, ohne jeden Rechtsanspruch, dass sie auch irgendetwas bekommen. Und wir hätten natürlich auch die Arbeitnehmer entsprechend geschützt, die ja Beschäftigung haben bei diesen Unternehmen, weil das Epidemiegesetz auch dafür Sorge trägt, dass die entsprechenden Lohnzahlungen dort gewährleistet sind. Da hätten wir uns unglaublich viel erspart. Apropos Unternehmer, Sie kritisieren ja auch, dass die Wirtschaftskammer ihre Geldreserven, und das sind deutlich über 1 Milliarde Euro, jetzt nicht sichtbar und rasch sozusagen zur Tilgung der entstandenen Schäden quasi an die Unternehmer zukommen lässt. Was ist denn da der aktuelle Stand? Ja, das ist ja ein Witz, dass die Wirtschaftskammer auf ihren 1,4 Milliarden Euro Rücklagen drauf sitzt, der Herr Mahrer wie der Dagobert Duck auf den Golddukaten in seinem Geldspeicher. Das Geld ist Geld der Zwangsmitglieder dieser Kammer, und es ist eigentlich dafür angelegt, um genau die Unternehmer in einer solchen Situation zu unterstützen. Da kann ich überhaupt der Argumentation nichts abgewinnen, dass man das nicht machen kann, weil dieses Geld gebunden ist. Na, wenn man es binden kann, dann kann man solche Bindungen auch wieder auflösen. Noch dazu wird das ja die Unternehmer selber auch machen müssen in einer schwierigen Situation, um überhaupt jetzt irgendwo ein entsprechendes Kapital aufzustellen. Also da lehnt man sich zurück und tut so, als ob einem das nichts anginge. Da vergisst man dann plötzlich auf die Unternehmer, für die man in dieser Stunde eigentlich da zu sein hätte. Da macht man sich dann lieber zum Lautsprecher der Bundesregierung, auch von Seiten der Wirtschaftskammer. Das ist der völlig falsche Zugang. Diese 1 Milliarde, die wäre jetzt in den österreichischen Unternehmen gut aufgehoben. Das ist überhaupt auch noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Diese ganze Art der Hilfestellung ist nicht nur eine entwürdigende Bittstellerei für fleißige und tüchtige Unternehmer, bei denen man sich ja sonst immer bei jeder Gelegenheit bedankt, sondern es ist auch unglaublich bürokratisch. Das ist eine Zettelwirtschaft, dass den Steuerberatern die Haare zu Berge stehen. Da kennt sich ja keiner aus und es kommt tröpfelweise. Also man kriegt vielleicht einmal ein paar 100 Euro oder 1.000 Euro in einer ersten Phase, aber bis man dann das nächste wieder bekommt, hat man vielleicht diese Wochen, die da dazwischen vergehen, schon gar nicht mehr, dass man es überlebt. Also das ist alles völlig verkehrt aufgestellt. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte gesagt, wir arbeiten von Anfang an mit großzügigen Akontozahlungen, was die entsprechenden Einnahmeverluste betrifft, 3 Monate im Voraus. Dann haben die Unternehmer eine entsprechende Sicherheit. Diese Sicherheit überträgt sich auf ihre Arbeitnehmer. Und abrechnen können wir dann am Schluss, wenn diese Krise vorbei ist. Das wäre viel, viel einfacher gewesen. Das ist ein bisschen so das Schweizer Modell, oder in Deutschland funktioniert das auch so, dass ein gewisser Anteil des Umsatzes gezahlt wird. Der österreichische Weg ist hier offensichtlich eben ein anders gewählter. Kommen wir zum Schluss noch zu den Schulöffnungen. Das soll ja am 15. Mai jetzt in Schritten losgehen, in kleineren Schritten, mit Ausnahme der Matura-Vorbereitungsklassen. Die beginnen bereits am 4. Mai, aber der große Rest folgt dann am 15., zumindest Volksschulen und Unterstufen. Ist für Sie dieser geteilte, langsame Schulöffnungsweg der richtige? Also ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen, dass man da so sehr auf die Bremse steigt. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil es nicht zusammenpasst, wenn die Regierung hergeht und sagt, wir machen jetzt die Geschäfte auf, was ja heißt, dass viele Menschen, die jetzt noch zu Hause sind, dann wieder quasi ihrer Arbeit in einem Geschäft nachgehen. Und wenn sie dann betreuungspflichtige Kinder zu Hause haben, dann stellt sie die Frage, ja bitte, was mache ich dann mit den Kindern? Dann sagt uns die Regierung auf diese Frage, naja, die kann man ja bitte in die Schulen schicken, weil dort werden sie betreut. Das heißt, dass die Kinder und die Lehrer in der Schule sind, nur Unterricht gibt es keinen. Das ist ja wirklich das Dümmste, was man machen kann. Wenn ich die Lehrer dort habe und wenn ich die Kinder dort habe, dann kann ich sie auch gleich unterrichten. Und ein zweiter Grund, warum ich dem nichts abgewinnen kann, insbesondere also im Grundschulbereich, im Pflichtschulbereich, ist, dass kein einziger Fall auf dieser Welt bekannt ist, wo Schulen ein Hotspot der Ausbreitung des Coronavirus gewesen wären. Und auch deswegen habe ich heute und schon des Öfteren auf Schweden verwiesen, weil dort die Grundschulen ganz normal geöffnet sind und der Unterricht ganz normal vonstatten geht. Kommen wir zum Abschluss zu einer einzigen Zahl, und es ist vielleicht schwierig, sich da jetzt im Durchschnitt festzulegen. Trotzdem wäre es sehr interessant, wie Sie das jetzt sehen. Und das sagt ja auch viel aus, wie Sie die Arbeit der Regierung einschätzen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 wäre ganz, ganz schlecht gemanagt. 10 wäre absolut alles perfekt und richtig gemacht. Wenn Sie alle Situationen zusammenzählen, wo auf dieser 10-teiligen Skala würden Sie die Arbeit der Bundesregierung einschätzen? Ich glaube, eine solche
Generalbeurteilung würde der Sache nicht gerecht werden. Es gibt Dinge, die sind recht gut gelaufen, also zum Beispiel die Einführung der Kurzarbeit als solche, während zum Beispiel die Finanzierung der Kurzarbeit, wo wir jetzt also binnen einer Frist von etwas mehr als einem Monat von 400 Millionen nachwassern müssen, dass wir auf eine Summe von 7 Milliarden kommen und es wird immer noch zu wenig sein, das ist ganz schlecht gelaufen. Also ich glaube, man muss das sehr, sehr differenziert betrachten. Es ist einiges ganz gut gelaufen, es ist aber sehr, sehr vieles schlecht gelaufen und etwas, was bei mir eine ganz schlechte Benotung bekommt, das ist der fahrlässige Umgang mit den Grund- und Freiheitsrechten der Österreicherinnen und Österreicher. Das gefällt mir überhaupt gar nicht und dass wir einen Bundeskanzler haben, der die Verfassung hinstellt, als ob sie eine vernachlässigbare Größe wäre. Man muss den Herrn einmal daran erinnern, dass er auf diese Verfassung vereidigt ist und auf Basis dieses Eids auch seine Amtsgeschäfte zu führen hat. Das hat er offensichtlich vergessen und eben einen Gefallen daran gefunden, mit Verordnungen und Erlässen herumzuwurschteln. Aber das bitte darf nicht der Normalzustand in einer Demokratie sein. Herbert Kickl, scharfe Analyse wie immer. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zum Interview in diesen außergewöhnlichen Tagen. Und natürlich bleiben Sie gesund. Dankeschön. Bleiben auch Sie gesund und alles Gute.